Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir hier begonnen, auf Frikop eine neue Bewohnerinsel zu bauen. Und da werden wir heute auch wieder ansetzen. Zuerst werden wir aber ein bisschen in unsere Handelsrouten gehen. Sollten euch die Handelsrouten nicht interessieren, wir haben jetzt ein neues Kapitel-Feature, was wir versuchen, bei jedem Anno-Video durchzuführen. Das heißt, ihr könnt das einfach skippen und wieder ansetzen, wenn das Ganze vorbei ist. Was wir mit den Handelsrouten machen wollen, ist erstmal für unsere Bauern, die wir hier ansiedeln wollen, dann die Versorgung sicherstellen. Dafür müsste ich jetzt erstmal nochmal irgendwo checken können, was die Bauern brauchen. Das geht zumindest noch in der alten Welt, da haben wir auch keine Bauern mehr, doch hier. Die Bauern brauchen auf jeden Fall Kleidung und Fisch. Das ist das Erste, was da sein muss. Dann versorgen wir doch direkt die Arbeiter mit Kleidung, Fisch und Seife und Wurst und Brot. Das war die falsche Welt. Wir wollen in Welt 3. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal eine unserer Great Eastern und schnappen uns das alles direkt aus Crown Falls. Wir werden das ja auch hier unten nicht ewig brauchen. In Crown Falls laden wir also ein diese Sachen, die wir alle brauchen. Gehen wir vielleicht einmal kurz auf Konsumgüter, das dürfte das Ganze etwas erleichtern. Wir haben jetzt noch Platz, das heißt, wir könnten sogar ein paar Special Goods mitnehmen, die die Leute einfach noch glücklicher machen. Gerade Bier, immer eine gute Investition. Okay, ich würde sagen, die lassen wir schon mal losfahren, denn dann können sich die Lager schon mal füllen. Das ist 3 CF nach 3 Frikop mit Versorgung, nennen wir es mal. Versorgung. So, let's go. Und dann kann die erste Great Eastern diese Handelsroute jetzt schon mal fahren. Die anderen Great Easterns haben wir alle schon leer geräumt, wenn ich das richtig habe. Jawohl. Das heißt, die schicken wir per Hand auch wieder hoch nach Crown Falls, wo wir uns dann beispielsweise Stahl noch abholen müssen. Denn wenn wir uns das hier mal angucken, fehlt uns auf jeden Fall noch Stahl. Tja, während das Ganze passiert, können wir hier mal schauen, dass wir unsere Insel Frikop hier weiter planen mit weiteren Vierteln. Denn es gibt ja jetzt schon noch einiges an Platz, was übrig ist, was natürlich auch gerne genutzt werden würde. Beispielsweise hier diese einzelnen Viertel. Und auch da passen wir natürlich auf, dass wir immer genug Platz haben, dass wir immer mal wieder Straßenverbindungen zwischen haben, damit sich hier die... Hä? Was ist denn jetzt los? Also irgendwie habe ich in letzter Zeit größere Probleme mit dem Platzieren von irgendwelchen Gebäuden, jetzt mal abgesehen vom Typ, als ich bisher hatte. Ich weiß nicht ganz, wo das jetzt auf einmal herkommt, aber irgendwie ist es da. Das hier schließen wir dann hier rüber an. Hier werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Hier passt dann ja ein weiteres Haus zumindest nicht hin, wenn wir es so machen. Können wir das... Wir könnten das natürlich so machen. Dann würde das Ganze hier wieder passen. Ich glaube, das ist dann definitiv die bessere Option. Machen wir es doch mit den Shortcuts. Nicht, dass es irgendwie am Kopieren liegt oder so. Und wir stellen mal auf die dreifache Geschwindigkeit, damit sich hier das Lager da noch anständig füllt. Und wir dürfen von unserem Forschungsinstitut eine weitere bahnbrechende Entdeckung entgegennehmen. Und da forschen wir auch direkt weiter, damit der Ausbau da auch weiterläuft, denn wir aimen ja ganz klar für die 400.000 Einwohner. Und hier kommt es jetzt zu Problemen. Hier tun wir noch einen rein, hier tun wir noch einen rein. Dann können wir das hier hoch connecten. Und dann sieht das doch schon wieder alles relativ passend aus. Hier die Straßen werden wir alle noch ziehen. Wir füllen jetzt aber erstmal hier den Teil noch auf. Natürlich fehlen auch noch die öffentlichen Gebäude. Auch die werden kommen. Oh, warte mal. Was tun wir denn hier eigentlich die ganze Zeit? Wir haben noch ein wunderbares Kopieren-Feature. Habe ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnert. Vielleicht wollte ich mich auch einfach nicht dran erinnern, weil es natürlich auch was über unsere Siedlung aussagt, nämlich, dass sie komplett gleich aussieht. Aber nee, das wird es nicht sein. Wir können jetzt nämlich einfach hier unsere Viertel weiter so reinsetzen und dann einfach am Ende irgendwie anpassen. Hinten raus, wenn es irgendwo nicht mehr passt. Aber so lang können wir die ja hier erstmal entlang setzen. So, hier die Feuerwehr, die müssen wir mal ein bisschen umplatzieren. Kriegen wir die irgendwie sinnvoll, dass wir hier noch... Ja, guck mal, hier kriegen wir zumindest noch zwei rein.
Kriegen wir das auch so? Jawohl. Dann machen wir das Ganze doch so. Dann wird der eine hier drüber angeschlossen und der Rest so. Schauen wir jetzt mal hier. Okay, das sieht so aus, als würde man hier wirklich nichts mehr schön reinkriegen. Hier kann man nochmal ein bisschen was nachsetzen. Zwei Häuser gehen dann noch. Wobei der dann nicht angeschlossen ist. Was natürlich schlecht ist. Das heißt, was wir aber machen könnten, ist so. Dann wird die Verbindung hier so dargestellt. Okay, wunderbar, cool. Dann können wir jetzt weiter kopieren eigentlich. Und übernehmen erstmal den Part. Der wird nicht ganz reichen, um das hier alles auszufüllen. Aber hier unten machen wir dann einfach noch einen weiteren mit dran. Und hier kommt dann auch nochmal eine weitere Straße ran. So. Ich bin gerade am gucken, ob wir das jetzt noch irgendwie besser machen sollten. Hier sieht es aber so aus, als würde das gasbetriebene Kraftwerk alles wunderbar versorgen. Das heißt, wir können weitermachen. Und weiter kopieren. Und erstmal einfach wieder reinplatzieren. Oh, hier passt es sogar auch gut. Okay, hier haben wir dann eine kleine Doppelung. Ist aber ja nicht weiter schlimm. Und hier gehen wir dann auch weiter runter. Auch das kein Beinbruch. Hier wird gleich ausgefüllt. Dasselbe gilt natürlich für hier. Hier geht noch einiges. Wobei wir uns auch den Hafenbereich eben ein bisschen freilassen sollten für weitere Lagerhäuser oder sonst irgendwelchen Abbau. Was sehe ich denn hier? Hier haben wir aber was falsch gemacht. Naja, dann haben wir jetzt hier eine Doppelstraße. Ist auch nicht weiter schlimm. Das hätte uns hier ein Feld gespart, dann hätten wir hier auch nichts besser hingekriegt. Insofern ist das wirklich nicht schlimm. Okay, hier die Straße sparen wir uns aber zumindest mal. Und dann könnten wir hier sogar noch ein paar Häuser reinsetzen. Das geht noch wunderbar. Und hier fehlt natürlich auch noch ein bisschen was an Häusern. Okay, und hier kommen wir dann natürlich nicht weit. Hier könnten wir dann einen mehr. Okay, das würde uns dann doch tatsächlich was bringen, wenn wir hier ein Feld noch einsparen. Das heißt, wir gehen hier nochmal raus und reißen nochmal ab. Und werden dann nochmal neu zuweisen. Denn dann kriegen wir da hinten noch eine ganze Reihe mehr hin. Und das wollen wir dann doch nutzen. Ne? Aber wir haben jetzt hier mit dieser Verbindung gekappt. Das wollen wir natürlich nicht machen. Okay, also kopieren wir uns das Ganze nochmal. Und setzen wieder ran. Ich weiß auch gar nicht, wie das eben passiert ist. Wirkt irgendwie komisch. Moment, warum kommen wir jetzt? Ach nee, wir kommen jetzt noch einen weiter raus. Okay. So und so. Und theoretisch können wir es dann auch direkt so platzieren. Ja, machen wir. Und wir müssen hier oben dann aber jeweils noch einmal ausbessern. Da haben wir immer vergessen, eins zu kopieren. Und haben es trotzdem einfach weiter kopiert. Okay. Gut, hat jetzt nicht viel geändert. Hier sieht es aber zumindest so aus, als hätten wir mehr Platz. Was ist... Shortcut, Umschalt S ist Shortcut für Straße, ist aber anstrengend. Okay, ja und wie gesagt, hier unten lassen wir uns mal noch ein bisschen Platz, beziehungsweise wir werden jetzt einfach schon mal hingehen und werden hier ein paar Depots hin platzieren, damit wir sehen, wie viel Platz wir brauchen und wo wir noch rein können. Einmal in den Hafen, die Depots, auch wenn wir sie erstmal nur planen, ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber wir sollten uns hier eben den Platz lassen. Deshalb bin ich jetzt mal kurz nochmal großzügig und nehme hier nochmal einen ganz schön anständigen Teil raus. Und wir können schon wieder ein neues Wohnhaus errichten. Das geht echt fix, so auf dreifache Geschwindigkeit. Nehmen wir das doch mal entgegen und geben das natürlich direkt wieder in Auftrag. Wir dürfen aber noch 10 bauen. Ich würde sagen, das machen wir mal kurz hier in unserem Forschungsviertel. So, 10 weitere sind damit hingestellt. Und dann hüpfen wir einmal wieder zurück nach Frickhop, wo wir Depots bauen wollten. So, ein Depot. Wir wollen es natürlich trotzdem möglichst platzsparend machen. Wobei ich diese Inseln nicht mag, wo es jetzt hier eben so eine komische Form gibt. Weil da müssen wir jetzt einmal die Richtung wechseln.
gefällt mir nicht so gut. Aber ob da dann am Ende auch wirklich Depots hinkommen, ist ja dann erstmal in Frage gestellt. Da könnten ja jetzt auch Fischerhütten oder sonst irgendwie was hinkommen. Würde uns ja jetzt nicht stören. Hauptsache, der Platz ist erstmal freigehalten. Und im Zweifelsfall können wir hier natürlich auch immer noch ein paar Häuser abreißen, die dann doch im Weg stehen. Ich wollte es jetzt nur gerne möglichst früh einfach mit eingeplant haben, dass da eben noch ein Hafenbereich ist. Denn manchmal baut man dann doch ganz normal in den Hafenbereich mit rein, obwohl das gar nicht geplant ist. So, alle versorgt, alle angeschlossen jetzt. Schauen wir einmal nochmal mit der Reichweite vom Kraftwerk. Alles wunderbar. Und das ist super. da müssen wir aber auch mal kurz nochmal ran. Und zwar die Gasroute. Die liefert erst nach Crown Falls, dann nach Sami Inlet. Was ist Sami Inlet? Und warum? Achso, das ist Sami Inlet. Okay, das müssen wir ein bisschen umstellen. Wir sollten dafür sorgen, dass hier dann nochmal, worunter Feldgas nochmal? Unter Zwischenprodukte? Nein. Unter Rohmaterial? Nein. Unter Baumaterial, dass hier nochmal 25 eingeladen werden, egal wie viel hier rüberkommt. Und das Ganze dann hier runter noch geflogen wird nach Frikop, wo das Ganze dann wiederum ausgeladen wird. So machen wir's. Let's go. Und damit ist die Route auch ist sie jetzt aktualisiert? Ich hoffe schon. Ja, sie ist aktualisiert. Wunderbar. Frikop wird jetzt auch angeflogen. Und hier wird dann auch schon mal ein bisschen Gas hingebracht. Denn das muss natürlich auch versorgt werden. Okay. So, hier ist unsere Versorgungsroute jetzt mittlerweile zum x-ten Mal wahrscheinlich. Nee, erst zum zweiten Mal. Okay, dauert alles ein bisschen. Den könnten wir ausbauen, wenn wir genug Stahl hätten. Da ist doch dann eigentlich wieder der Punkt, wo wir uns jetzt ein paar extra Ressourcen besorgen sollten. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall Stein, Stahl und Fenster. Also Stein ist eigentlich Priorität Nummer 1. Den werden wir auf jeden Fall auch für den Ausbau brauchen. Damit haben wir Stein. Und auch den Stahl sollten wir uns nochmal besorgen. Denn auch den werden wir brauchen und einmal runterfahren. Und dann würde ich aber statt mit Fenstern erstmal zu gehen, würde ich nochmal mit ein paar Brettern gehen. Einfach weil wir die Bretter deutlich früher brauchen werden als die Fenster. Das heißt, alles erstmal wieder hier runterliefern. Und das dauert wirklich lange. Können wir noch eine zweite daneben bauen? Einfach so? Nee, wir haben nicht genug Stahl. Sollte dann ja aber alles bald ankommen. Okay, wir können starten mit dem Ausbau von dieser Insel. Das bedeutet, einmal fleißig ausbauen und das Spiel wieder fast zum Absturz bringen. Oh, verdammt, wir haben was vergessen. Und zwar haben wir die Märkte vergessen. Ist natürlich jetzt ein Anfängerfehler, ne? Wo brauchen wir Märkte? Möglichst wenige Märkte natürlich. Brauchen wir nur einen Markt? Okay, da oben wird es dann hellblau. Das heißt, wir bauen einmal einen hier rein. Einen Markt. Und ich bin mal nicht so, ihr kriegt auch ein Wirtshaus, damit ihr zufrieden seid. Wir haben aber kein Holz. Ist ganz schlecht gerade, dass wir das jetzt nicht haben. Und dann bauen wir hier unten noch mal diese Kombi hin. Weil die werden jetzt gleich alle einstürzen, wenn die keine Verbindung zum Markt kriegen bald. Das heißt, ich hoffe, bald kommen unsere Schiffe. Da sind sie schon on its way. Aber natürlich Holz ganz hinten dran, weil wir es auch als letztes losgeschickt haben. Eieiei. Oh Gott, oh Gott. Tja, Ausbau ohne Märkte kann ich definitiv nicht empfehlen. Das führt zu Problemen, würde ich auch niemandem sagen, mach das mal unbedingt, muss man mal gemacht haben. Weil so wissen die jetzt halt noch gar nicht, wo sie hin sollen. Und wir müssen jetzt ein bisschen hoffen, dass sie trotzdem gut sind und sich fein halten. Hier sehen wir jetzt auch noch so einzelne Schwierigkeiten, die unser System hat. Der war jetzt auch nicht angeschlossen. Hier kommt die erste, nee, hier kommt schon die letzte an, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt Bretter. Das bedeutet für uns Ausbau von Markt und auch von Brauhaus kein Problem. Und dann können wir hier auch noch direkt die hinterher setzen. Aber wir sehen, Holz direkt schon wieder aufgebraucht. Müssen wir eigentlich direkt wieder besorgen.
Und gut, für Stein gilt das jetzt noch nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall weiteres Holz. Kriegen wir das vielleicht irgendwo näher als aus Crown Falls sogar? Haben wir hier noch gut Holz auf Lager? Ja, haben wir. Das bedeutet, die erste Great Eastern legt bitte nur kurz hier an. Ne, wir lassen direkt zwei da anlegen. Wir holen uns zweimal Holz über Great Easterns ran. Und in der Zwischenzeit nehmen wir kurz einmal die bahnbrechende Entdeckung an und erforschen weiter, um unser Forschungsviertel weiter auszubauen. Hier wird also schön weiter Holz eingeladen und wieder runtergefahren. Genau dasselbe gilt für die zweite Great Eastern. Vielleicht sogar für die dritte? Ja, komm. Wir fahren dreimal Holz jetzt per Hand runter. Dann kann hier nämlich auch weiter produziert werden, denn hier waren wieder die Lager voll. In der letzten Folge hatten wir noch ein paar Bedenken. Eins habe ich jetzt zu früh losgeschickt. Du musst nochmal zurück. Denn du bist noch nicht richtig eingeladen. So, und jetzt müssen die aber wieder fleißig nachproduzieren auch, damit das hier alles läuft. So, und mal schauen. Hier sind sie schon wunderbar zufrieden. Wir können schon anfangen auszubauen. Das war ja der Plan, dass wir hier möglichst schnell eben hochgehen. Aber ich glaube, wir müssen ja noch mal ein paar Bretter nachliefern, damit das mit dem Ausbau auch alles wunderbar klappt. Wir schicken die direkt noch mal da hoch, die Great Eastern. Wo sind die anderen zwei? Hier ist eine. Wo ist die dritte? Ah, die dritte steht schon hier. Okay, habe ich nur nicht richtig zum Hafen geschickt. Die zweite kommt hier an und wird jetzt einmal ausgeladen. Auch so ein Alles-Ausladen-Knopf. Das wäre auch noch was. Und ich glaube, dann werden wir aber auch noch mal ein bisschen Stein benötigen. Denn bald geht es ja dann weiter. Wir können ja dann sogar schon in die dritte Stufe bald aufsteigen. Was haben wir hier für ein Problem? Okay, der ist einfach noch nicht bereit so für sich. Dasselbe gilt wahrscheinlich hier unten. Ja, die sind noch am Einziehen, okay. Oh, hier hatten wir auch eine Straße vergessen. Da sind sogar Häuser schon eingestürzt deswegen. Das ziehen wir natürlich nach. Und ich würde sagen, wir beginnen mal hier oben. Und vielleicht überfordern wir das Game diesmal nicht ganz, indem wir direkt die ganze Insel ausbauen. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Ausbauen möchte nicht. So. Sondern machen das schön in kleineren Abschnitten. Hier machen wir mal nicht alles, damit wir da hinten die zwei Häuser nicht vergessen. Das passiert mir ja mal ganz gerne, dass wir mitten in der Stadt dann noch irgendwelche anderen Häuser rumstehen haben. So, und dann sind wir schon wieder out of Holz. Zum Glück haben wir hier eine fleißige Nachproduktion stehen, die aber jetzt auch an ihre Grenzen kommt. Also wirklich an ihre Grenzen. Kriegen wir es irgendwo? Ach, guck mal, hier kriegen wir auch noch was. Können wir da irgendwie, guck mal, wenn wir hier noch einen eigenen Hafen hinbauen, einen eigenen Pier, wo ist der Pier? Eine Anlegestelle, hier. Dann können wir hier natürlich noch viel schneller das Zeug besorgen, was wir brauchen. So, Great Eastern mittlerweile hier oben angekommen. Das ist eine Stahlträger Great Eastern. Dich habe ich gesucht. Fahr mal bitte ran. Und dann laden wir hier eben auch noch mal ein paar Stahlträger ein. Ne, wir wollten erst noch ein paar Steine, ne? Ne, wir laden hier oben Stahlträger ein. Steine hatten wir jetzt auch unten auf der zweiten Insel direkt daneben. Hier waren auch noch Stahlträger vorhanden. Ah, guck mal, da hätten wir sogar schon einen gehabt. Aber erstmal ganz wichtig ist das ganze Holz hier, was wir uns jetzt ranholen können. Und gleichzeitig, hoppala, das wollte ich nicht. Ich wollte gerne hier drüber nochmal ausladen. Okay, das funktioniert wieder. Beim letzten Mal hatten wir da, glaube ich, ein paar Items gedroppt, was ich sehr strange fand. Okay, warum darf ich nicht weiter ausbauen? Schon keine Kleidung mehr da? Alles schon weg? Oh Gott. Ach, du Jemini. Da hätten wir ein bisschen mehr auf Lager produzieren müssen. Ich glaube, wir brauchen damit noch eine zweite Great Eastern mindestens auf der Handelsroute, die wir da eingerichtet haben. Versorgung. Da muss auf jeden Fall noch was mit drauf. Einmal diese Great Eastern hier bitte. Haben wir noch irgendwas, was rumsteht? Ja, hier haben wir noch eine Great Eastern. Wildschwan. Häuptling 2. In der Arktis haben wir eine. Die kann mal rüberkommen, genauso wie
Pharao aus Taburime zurückkommen kann. Und die werden da jetzt mal alle draufgesetzt, dass es hier eben schneller mal vorangeht und diese Ressourcen wieder rankommen. Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier dauerhaft mit Bauern rumtölpeln. Das war ja nicht der Plan. Vielleicht hätten wir dem auch ein bisschen mehr Zeit geben sollen, um sich aufzubauen. Damit es hier eben nicht zu so einem Engpass kommt. Vielleicht machen wir hierfür auch einfach mal eine Handelsroute. Eine Handelsroute von Montpellier nach Frikop, die erstmal nur ordentlich Holz einsammelt und Stein einsammelt. Den Rest karren wir erstmal noch per Hand ran. Aber dann haben wir das hier zumindest automatisiert. Von 3M nach 3F mit Holz und Stein. Let's go. Rüber damit. Und da kommt dann noch ein weiteres Schiff gleich mit drauf. Eine sollten wir uns aber auf jeden Fall auch noch übrig lassen. Vielleicht sogar noch eine aus Crown Falls selber jetzt hier mit auf die Handelsrouten packen. Die zur Versorgung. Wir haben ja jetzt hier noch zwei stehen. Häuptling 2 beispielsweise. Oh, wir sind voll mit Holz. Aber die wollen nicht aufsteigen. Echt keine Kleidung. Null Kleidung, null Schnaps. Ah, Fische sind auch nicht viel da. Oje, 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 oje. Da haben wir uns in ein richtiges... Oh Gott. Wir versorgen unsere Leute nicht richtig. Okay, gut. Das ist dann tatsächlich mal wieder ein Punkt, wo ich für die Abmoderation das Spiel pausieren werde. Denn darum müssen wir uns auf jeden Fall kümmern, möglichst schnell, damit wir hier möglichst schnell weiter vorankommen. Dass die Versorgung von denen auf jeden Fall steht. Das bedeutet aber auch, wir werden die wahrscheinlich noch einen Moment auf der Stufe der Arbeiter lassen, bevor wir dann hochgehen auf Handwerker und dann auf Ingenieure erstmal. Und das machen wir natürlich dann, damit wir auch eine sichere Versorgung für die dann schon mal aufbauen können in der Zwischenzeit. Tja, aber ich habe gedacht, wir kommen zumindest etwas weiter. Aber wir haben hier natürlich auch sehr, sehr weit ausgebaut. Gut, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Anno 1800. Bis dann. Ciao.